Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wird ein bisschen gemeckert, denn es ist wieder viel passiert, wie bei Marienhof, sage ich immer wieder, coole Sache, denn gestern ist das PvP-Feature online gegangen, beziehungsweise mitten in der Nacht. Gestern gab es dann die ersten Kämpfe, vielleicht habt ihr auch mein Video gesehen, mein erstes PvP-Match gegen Crazy O und da gab es ja schon nur Probleme, denn alles war verbuggt, der konnte überhaupt nichts machen. Im Laufe des Tages ging es dann auch recht flott. Immerzu kamen Anfragen an von anderen Leuten. Immerzu, wollte jemand kämpfen? Immerzu hat jemand eine Anfrage geschickt und gesagt, jo, hast du Bock, hast du Zeit, können wir kurz ein Match machen? So war es dann also relativ schnell, dass die Bronzemedaillen erreicht worden sind. In der Superliga natürlich, Veteran der Superliga habe ich jetzt also Bronze, auch in Veteran der Hyperliga habe ich jetzt Bronze, in Veteran der Meisterliga habe ich Bronze und es gab ja sogar verrückte Leute auf Facebook, die haben gepostet am Abend, dass sie also schon in der Meisterliga die Goldmedaille erreicht haben, 200 Kämpfe absolviert, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon nach 3-4 Kämpfen eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt. Und das ist eine richtig komische Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich einfach permanent verloren habe und taktisch einfach nicht geeignet bin für das PvP-System oder irgendwo das ganze PvP-System jetzt auch nicht den Reiz hat, den ich vielleicht vorher erwartet habe. Schon mal alleine, dass es alles so verbuggt war. Das war ein Problem, das ist aufgetreten. Ich habe da die ersten Matches gemacht gegen Crazy O. Ich habe da einfach drauf geknüppelt, der ist umgefallen. Ich habe mich richtig gut gefühlt dabei, auch gesehen, okay, jetzt kriegst du eine Belohnung, du kriegst einen Sinnohstein, du kriegst Sternenstaub. Richtig cool, hat Spaß gemacht. Aber im Laufe des Tages, als dann die anderen Leute kamen und dann wollte der kämpfen und der wollte kämpfen und immer wenn du gekämpft hast, du hast ja eh keine Belohnungen mehr bekommen und es war einfach nur noch Tasten drücken, 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 der ist umgefallen, viele Dinge haben sich mir auch gar nicht logisch erschlossen, wenn jemand mit einem Garados gegen mich antritt und ich mit einem Elevoltech dastehe, dass ich meine Spezialattacke mache, derjenige sein Schild nicht einsetzt, aber es so gut wie nichts beim Garados abzieht, obwohl das ein Wasser-Pokémon ist und ich mit Elektro angreife. Und dann kommt dieses behinderte Garados, macht eine Attacke und mein kompletter Balken ist einfach leer. Und mein Elevoltec liegt in der Ecke und ist tot. Ich habe, wie geht das? Warum? Das hat doch gar keinen Vorteil mir gegenüber, aber es war für mich eine sichere Sache. Nein, man verliert so ein Match und dann wird man nicht mal belohnt und dann muss man einfach nur den Kopf hinhalten für andere, dass sie ihre Belohnungen vollkriegen. Boah, das hat mich gestern so richtig abgefuckt eine Zeit lang. Dann wollte ich ins Bett, wollte schlafen, da kam da noch eine Anfrage, ey, hast du Bock? Man will ja eigentlich niemanden hängen lassen, aber so richtig Spaß hatte ich jetzt trotzdem nicht. Außer mit dem Iswo tagsüber, da war es ein bisschen ausgeglichen und da war es auch relativ spannend, da ist es auch relativ problemlos gelaufen, aber ich sehe ja schon so zwischendurch, mir wird eine Anfrage geschickt, ich drücke auf Annehmen und es ist einfach weg und es tut sich nichts, dann schicke ich dem anderen eine Anfrage, es steht dort, es wartet, es wartet, es wartet. Man wartet 5 Minuten, starrt auf diesen Bildschirm, ist auch schon genervt und denkt, boah, was ist los, warum geht das denn nicht weiter? Dann schreibt man demjenigen mal in WhatsApp zum Beispiel und er sagt, ach ja, meine App hat sich aufgehangen und ich muss nochmal neu starten. Und das ist so schlimm gewesen, gestern bei fast jedem Kampf hat man erstmal eine Stunde gebraucht, bis man überhaupt kämpfen konnte, weil es bei einem von beiden immer rumgebackt hat, rumgespackt hat, es einfach nur Probleme gab. Und das ist auch relativ häufig aufgetreten bei Leuten, wenn die im Kampf sind, dass die einfach gar nichts machen konnten. Ich habe es auch bei meiner Freundin gesehen, die kam heim, die wollte abends noch ihre 3 Kämpfe machen. Ich saß neben ihr, ich sie schön kalt gemacht, sie da gehangen, sie hatte gar keine Anzeige. Sie konnte drücken, wo sie wollte, es ist einfach nichts passiert. Und das war das Gleiche, was bei Crazy O auch war, tagsüber. Und ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich hoffe, das wird noch ausgebessert. Die nächsten Tage vielleicht macht es halt ein bisschen mehr Spaß. So richtig Spaß macht es ja wahrscheinlich dann sowieso erst, wenn ihr euch eine zweite Ladeattacke gönnt, damit ihr den Gegner richtig überraschen könnt. Mehr Strategie eingebracht werden muss einfach, damit das alles viel besser von der Hand geht. Aber so einfach nur drücken, drücken, drücken. Ich setze mein Schild ein, er setzt sein Schild ein, ich drücke weiter. Ich setze mein Schild ein, er setzt sein Schild ein.
Wenn derjenige, der Glück hat und er seine Attacke einsetzen kann, der ist halt im Vorteil. Der bringt mich um, mein nächstes Pokémon kommt rein, dann kann er fast schon wieder seine Attacke machen, bringt das noch um, bringt das noch um. Sobald die zwei Schilde weg sind, sozusagen, ist es eh eigentlich, weiß ich nicht, dann kann man schon absehen, wie das Ganze ausgeht. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da mehr Tiefgang gewünscht. Aber zweite Ladetage, ganz wichtiges Thema, denn da ist auch eine Grafik erschienen, wie viel das kostet, mit was das verbunden ist. Und da muss ich kurz nochmal hier schauen. Ihr seht das ja auch hier am Rand. Es richtet sich nämlich nach der Buddy-Distanz für Pokémon, wo ihr jetzt nur 1 Kilometer lauft, wie zum Beispiel Carpador. Würde eine zweite Ladeattacke 10.000 Sternenstaub kosten und 25 Bonbons? Was natürlich wahrscheinlich auch für Gyarados gilt. Also da muss ich mal schauen, weil Gyarados ist eh so ein richtig. Na gut, er kann ja eh nur dann vielleicht eine Drachenattacke und halt sein Wasser, aber okay. Für Pokémon mit 3 Kilometern würde es dann 50.000 Sternenstaub kosten und 50 Bonbons. Für Pokémon mit 5 Kilometer Distanzen würde es 75.000 Sternenstaub kosten und 75 Bonbons. Und für alle legendäre oder mystischen, mit denen man 20 Kilometer läuft für ein Bonbon, würde es 100.000 Sternenstaub kosten und 100 Bonbons. Baby-Pokémon sollte man am besten nehmen. Die brauchen nur 10.000 Sternenstaub. Auch wenn jetzt ein Electek, sagen wir mal, 50.000 brauchen würde an Sternstab für die zweite Attacke, könnte man einem Elekid für 10.000 schon die zweite Attacke lernen. Und wenn man es dann entwickelt, nimmt es die dann mit als Electek und Elevoltek. Also das ist ein Tipp. Wer da was machen will, gebt zuerst dem Baby-Pokémon die zweite Attacke. Dann spart ihr 40.000 Sternstaub und 25 Bonbons und könnt dann immer noch machen. Aber selbst da habe ich natürlich wieder bei Facebook gelesen und da war das Rumgeheule wieder so groß, dass da sind Menschen aufgekommen und haben gesagt, das ist doch so dreist und so unmenschlich, wie kann man denn so hohe Kosten ansetzen und das ist unverschämt und oh mein Gott, aber was wollt ihr denn? Warum wollt ihr immer alles hinterhergeworfen haben? Ich meine, es gibt Leute, die sind aktiv, die spielen viel, die holen das Maximum raus, die haben auch immer viel Sternenstaub auf der Hand, die haben viele Bonbons auf der Hand. Und warum soll man alles hinterhergeworfen bekommen, wenn ich jetzt einmal in der Woche mich in die App einlogge und einmal in der Woche einen Raid mache oder einen Stop drehe und dann gibt es ein neues Feature, dann will ich derjenige sein, der bei seinem Mewtwo sofort eine Attacke hinzufügen kann und bei seinem Relaxo und bei seinem Chanera und seinem Ho-Oh und seinem keine Ahnung und einfach so aus dem Nichts. Aber man soll doch nicht jedem Pokémon sofort was zuweisen können und dieses ganze Feature wieder verwahrlosen, also den Wert rausnehmen, sage ich jetzt mal dazu, sondern es muss doch gut überlegt sein. Jemand, der aktiv spielt, der Bock hat, der wirklich aktiv auch PvP jetzt bestreiten möchte, der sagt sich, okay, ich habe jetzt ein Mewtwo, das kann Psycho-Attacken, aber wenn ich dann wirklich mal gegen was anderes angreife, muss ich mich immer entscheiden, nehme ich Eisstrahl, nehme ich Psycho. Sind beides gute Moves für das Pokémon in dem Sinne, aber jetzt könnt ihr euch einfach zwei Attacken gönnen und euer Mewtwo, was ja sowieso schon ein krasses Pokémon ist, mit einer krassen Attacke ausstatten, den Gegner richtig überraschen und ist doch klar, dass das ein bisschen was kostet und das ja wertvoll sein soll. Ist doch nicht Ziel, dass jetzt jeder hingeht, der 30 Mewtwos hat und erstmal überall bam 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 30 Attacken draufklatscht. Außer er hat natürlich die nötigen Bonbons und den nötigen Sternstaub. Wer aktiv spielt, wer viel spielt, der wird sicherlich genügend Bonbons auch haben. Ich habe selber auch, ich habe jetzt immer noch 125 Mewtwos oder so auf der Hand und noch über 600 Bonbons, keine Ahnung. Sternstaub ist auch da. Ich könnte mir also eine 6er Mewtwo-Armee zusammenstellen, wo ich jeweils eine zweite Ladeattacke. Blase im Hals, zweite Kakerlake-Attacke draufknall. Aber was bringt es jemandem, der sowieso kaum spielt, dass der alles immer haben möchte, dass der überall alles hinterhergeworfen bekommen möchte? Es soll doch was Besonderes sein. Man muss auch was dafür machen. Man wird dann reichlich belohnt. Ihr habt die Attacke nicht nur bei den PvP-Kämpfen. Ihr habt die Attacke dann auch, wenn ihr Raids macht. Ihr habt die Attacke auch, wenn ihr normale Arena-Kämpfe macht. Und bisher war es ja immer so, man musste sich eine Despoder-Armee zulegen mit Bissknirscher. Man musste sich eine Despoder-Armee
Armee zulegen mit Katapult-Steinkante. Jetzt könnten diejenigen, die natürlich keine zwei Armeen am Start haben und das nicht alles aufbauen wollten, einfach sagen, ich mache mir eine Armee mit 6 Despotar und mache dann einfach Knirscher und Steinkante. So kann ich je nachdem gegen... Boah, Junge, je nachdem, egal gegen welchen Raid-Boss ich gerade antrete, nehme ich entweder mein Unlicht-Moveset oder mein Gesteins-Moveset. Wow, und das ist doch voll von Vorteil. So spart ihr euch 12, also ihr müsst keine 12 Despotar dann euch anfertigen, sondern theoretisch nur 6, die ihr trotzdem vielfältig einsetzen könnt. Aber das kostet halt ein bisschen was. Man investiert was, um das längerfristig einfach zu nutzen. Bruder, jetzt hör doch mal auf und immerzu das Handy. Jetzt nehme ich schon nicht nebenbei den Bildschirm auf und blende das nur so ein, damit nicht immer zu den Nachrichten reinkommen. Aber vielleicht hätte ich es mir einfach in die Hose stecken sollen, damit man das nicht mehr sieht. Aber gut, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und dann gestern Abend kam natürlich noch eine Ankündigung. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts. Und zwar, die Vögel kommen zurück. Lugia und Ho-Oh kommen zurück. Und ich sag, oh no, warum schon wieder? Was soll das denn? Ich verstehe auch nicht. Die kommen an und sagen, okay, Cresselia ist da. Cresselia den ganzen Monat bis zum 18. So, heute ist der 14. Und was passiert? Heute Abend erscheinen einfach noch 2 Vögel in den 5er Raids. Sprich, warum könnt ihr nicht einfach einmal einen 5er Raid-Boss bis zum Ende durchlaufen lassen? Wenn es heißt, Cresselia ist bis zum 18., dann lasst das doch auch bis zum 18., dass man weiß, es ist Cresselia, fertig. Nach dem 18., wenn man da mal eine Woche die 2 Vögel reinknallt oder ein Wochenende die 2 Vögel reinknallt oder sonst was, ist doch okay, könnt ihr doch machen, wie ihr wollt, aber ich finde es jedes Mal so bescheiden, wenn man genau weiß, oh, es ist nur noch ein paar Tage da. Leute, die vielleicht bis jetzt keinen Bock hatten, stellen sich hin und sagen, jetzt klotze ich ran, jetzt gönne ich mir noch ein gutes Cresselia. Und dann geht ein 5er auf, die letzten 4 Tage, wo es noch da ist, und es ist nicht mal ein Cresselia drin, obwohl es ja eigentlich noch da ist. Und das, da brauchen sie, hätten sie gleich sagen können, wie sie machen es bis zum 14., dann wäre das genauso gewesen. Dann auf der nächsten andere Sache, warum schon wieder Lugia, warum Ho-Oh, so viele Spieler, auch ich. Ich habe damals natürlich, weil ich raide ja aktiv, ich mache viel, bin gut dabei, ich habe damals schon 4 bis 5 Shiny Lugia bekommen, als das zweite Mal zurückkam. Genauso wie Ho-Oh habe ich 3 Shiny Ho-Oh bekommen, als das zweite Mal zurückkam. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Es kam das zweite Mal zurück. Also es war schon mal da. Es kam nochmal. Es kam zurück. Man konnte es als Shiny ergattern. Warum bringt ihr danach nochmal Ho-Oh und warum bringt ihr jetzt schon wieder Ho-Oh? Okay, es fangen ständig neue Spieler an, die noch gar kein Lugia haben, die noch gar kein Ho-Oh haben, die auch noch keinen Shiny von den beiden haben. Warum wird der Hauptaugenmerk aber immer auf diese Leute gelegt? Ich meine, selbst Kyogre wurde eingeführt, wurde zurückgebracht, auch in Shiny-Variante. Es wäre doch eigentlich viel cooler gewesen, mal einen Groudon zurückzubringen oder einen Rayquaza zurückzubringen und zu sagen, hey, das ist jetzt da, das könnt ihr jetzt haben. Diejenigen, die noch gar keins haben, hätten sich gefreut. Diejenigen, die schon eins haben, aber noch keinen Shiny haben, hätten sich gefreut. Neue Spieler hätten sich gefreut, genau wie alte Spieler. Und so würfelt man das einfach mal ein bisschen durch, dass es immer weitergeht. Und wenn man dann in einem Jahr zurückblickt, gar nicht mehr weiß, was man machen soll, und dann nochmal Ho-Oh zurückbringen und dann nochmal Lugia zurückbringen, okay, dann kriegen es doch die neuen Spieler auch und sogar mehr neue Spieler, nämlich die, die jetzt dann nach dem Dezember anfangen und nach dieser Sache. Aber ich verstehe nicht, warum das so gehandelt wird, dass man schon wieder genau dasselbe zurückbringt, wo einfach erfahrene Langzeitspieler da sitzen, ein Fragezeichen über dem Kopf haben, sich an den Kopf fassen und sagen, warum? Mach doch auch mal was Neues, gib doch mal was anderes. Klar, eigentlich braucht man sich nicht beschweren. Seid froh, dass es überhaupt was gibt, dass es überhaupt 5er gibt. Aber irgendwie ist es für mich alles trotzdem nicht logisch. Es ist was Neues für jeden, theoretisch, wenn man einfach mal das nächste als Shiny released hätte. Ich habe schon nach dem Giratina damit gerechnet, dass was Altes als Shiny zurückkommt. Jetzt haben sie Cresselia rausgebracht. Okay, danach habe ich gerechnet, vielleicht kommt was Altes als Shiny zurück. Ja, es kommt was Altes als Shiny zurück. Aber warum denn was, was schon 20 Mal da war und was schon mal als Shiny da war?
Ist leider Kacke in meinen Augen, hätte ich niemals so gemacht. Aber was ich gut finden würde, wenigstens, es war ja damals schon so, als Lugia und Ho-Oh zurückkamen, dass es dann ein Wochenende da war oder mal eine Woche da war und ihr eine Woche Zeit hattet, wenn ihr die Raids macht, dass ihr die Möglichkeit habt auf ein Shiny. Aber da war auch das Problem, neben dem einen kam noch was anderes und dann war da noch was und man wusste nie, wenn ein Fünfer aufgeht, ist es jetzt das, ist es jetzt das, ist es vielleicht was ganz anderes. Man konnte die gar nicht so direkt jagen und verfolgen und sagen, hey, da geht ein Fünfer auf, den mache ich in Chance auf mein Shiny. Vielleicht war es ja auch was ganz anderes. Was ich natürlich dann aber gut fand, als diese Raid-Tage eingeführt wurden. Denn da war es eben so, in den 3 Stunden habt ihr nur dieses eine Pokémon bekommen mit der Chance auf Shiny. Und das fand ich richtig gut, dass die Vögel so eingeführt wurden. Dass ihr nicht, ihr habt jetzt eine Woche Zeit und könnt jeden Tag 200 Arctos machen, wenn denn mal eins auftaucht. Und vielleicht ist ja ein Shiny dabei. So haben sie es in der Vergangenheit gemacht. Diesmal hatten sie gemacht, wenn Arctos kommt, kommt das an einem Tag, 3 Stunden an jeder Arena. Wie viel ihr macht, liegt an euch. Und da war auch eine gute Rate dabei und da haben viele Leute auch Shinies bekommen. Und da konnte man schön einen Ausflug machen. Das war richtig cool. Das war ein Highlight. Und so hätte ich mir das auch gewünscht, mehr solche Raid-Tage einfach, weil man dann einfach viel bessere Chancen hat und das gezielt in diesem Zeitraum machen kann. Aber ist natürlich nur meine Meinung. Ich meine, bei Gengar haben sie es auch so umgesetzt. Bei Gengar haben sie auch gesagt, Gengar kriegt seinen Tag, er setzt sich dahin an jede Arena, wir gehen hin, wir hauen es kaputt, fertig. Wenn sie jetzt nochmal, wenn sie Groudon einführen würden oder Rayquaza, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie das auch einfach über so einen Raid-Tag machen, wo du 3 Stunden an jeder Arena Groudon als Shiny, in Chance auf Shiny bekommen kannst und nicht sagen, jo, Groudon ist jetzt eine Woche lang da. Und vielleicht habt ihr Glück und es ist ein Shiny. Denn gerade in kleineren Städten oder so seht ihr dann den ganzen Tag nichts. Früh ist um 7, gehen 3 Fünfer gleichzeitig auf. Es sind keine Leute da, die einen Raid machen. Dann den ganzen mittags rum nichts. Dann gehen einer Zweier auf. Abends geht dann mal ein Fünfer auf. Okay, aber das ist doch, das ist doch eigentlich viel zu wenig, da passiert auch nicht wirklich was. Deswegen solche Raid-Tage sind eigentlich viel besser, sind viel genialer, würde sich für sowas viel mehr anbieten. Wenn es um einen Monat geht, einen Monat lang Cresselia, dass da vielleicht es ist, dass am ganzen Tag vielleicht mal nur ein Fünfer kommt. Ja, das ist egal, ihr habt ja einen Monat lang Zeit, ihr könnt jeden Tag ein Cresselia machen und habt im Endeffekt trotzdem die Möglichkeit gehabt, 30 Stück zu machen, sozusagen, mit einem täglichen freien Pass. Und bei 30 Stück da ein gutes zu haben, ja, das ist eine Möglichkeit natürlich. Aber in den 3 Stunden 30 zu haben und so, bam, das ist wieder was ganz anderes. Und ich sehe schon, wir sind schon bei 18 Minuten und ich rede einfach so viel habe ich noch nie geredet. Aber nachher ist noch ein X-Raid und dann gibt es wieder mal ein Deoxys. Ich habe letztens schon einen 98er bekommen. Mal gucken, was heute abgeht. Da geht nämlich wieder der Putz und ich will auch nicht länger nerven. Aber das war meine Meinung zu bestimmten Themen gerade, die ich auch einfach mal loswerden wollte. Vielleicht filme ich den X-Raid auch oder screen ihn einfach ab. Blende ich euch vielleicht morgen mal ein, je nachdem, was morgen kommt. Oder ob es schon wieder was gibt, wo der Ramses nur meckern ist, Bruder. Meine Stimme immer lustiger, die ist, glaube ich, gleich ganz weg. Aber das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Könnt ihr mal eure Meinung drunter schreiben? Wie findet ihr die Staubkosten und Bonbonkosten für die zweite Attacke? Findet ihr das auch so unfair und unmöglich, ungerecht? Oder findet ihr das eine gute Sache, dass das den Leuten nicht hinterhergeworfen wird? Und wie findet ihr vor allem die Rückkehr der Vögel? Freut ihr euch? Habt ihr schon ein Lugia? Habt ihr schon ein Ho-Oh? Oder findet ihr es kacke? Wollt endlich mal neuen Stuff, neue Sachen oder alte Sachen recycelt als Shinies, so wie ich es mir wünschen würde? Und ja, zu dem ganzen Video, es gibt so viel, worüber man reden könnte, diskutieren könnte. Deswegen schreibt das einfach mal rein. Sagt mir eure Meinung dazu. Da würde ich mich natürlich freuen. 19:30, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.